Servus und hallo bei Rang 01. Hier fällt buchstäblich eine Wolke vom Himmel. Die seltsamen Farben im Inneren erzeugen bei vielen Menschen im indischen Bangalore den Eindruck eines landenden Raumschiffs. Dieser Augenzeuge sieht in dem Phänomen ein Zeichen Gottes. Die tatsächliche Erklärung ist leider sehr profan. Es handelt sich um einen riesigen Schaumball aus Urin, der aus der Kläranlage herübergeweht ist. Das Phosphat im Urin erzeugt die Schaumwolken. Der Augenzeuge glaubt, das Göttliche zu berühren, streichelt in Wahrheit aber eine Skulptur aus Pipi. Könnte es auch bei dir vorkommen, dass du Urin streichelst? Viele Menschen beten heute den Reichtum an. Autos, Geld, Statuen aus Stein, aus Holz und Personen wie den Erzengel Michael, Jesus Christus oder auch selbsternannte Heilige. Wir wollen jetzt mal schauen, was die Bibel dazu sagt. Da ist das erste Gebot ganz typisch: Du sollst keine anderen Götter wider mein Angesicht haben. Stellt Jehova an den ersten Platz in 2. Mose 20, Vers 3. Es betraf seine erhabene, einzigartige Stellung als Gott, der Allmächtige, als Höchster, als der oberste Souverän. Dieses Gebot ließ die Israeliten wissen, dass sie keine anderen Götter als Rivalen Jehovas haben sollten. Das zweite Gebot reihte sich folgerichtig an das erste an, denn es verbot den Götzendienst in jeder Form als eine Verletzung der Ehre Jehovas und der Würde seiner Person. Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, noch eine Gestalt, wie irgendetwas in den Himmeln, auf der Erde oder in den Wassern, unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen, noch ihnen dienen. Dieses Gebot wird durch die Erklärung unterstrichen, denn ich, Jehova, dein Gott, bin ein Gott, der ausschließliche Ergebenheit fordert. Hat Gott seine Einstellung denn geändert? Das wollen wir jetzt uns anschauen. Nein, in Matthäus 22, Vers 37, zuvor wurde Jesus zu den Geboten befragt, antwortete Jesus zum wichtigsten Gebot. Er antwortete: Liebe Jehova deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot, sagt er im Vers 38. Und dann im Vers 39 geht es darum, seine Mitmenschen zu lieben. Vers 40 sagt er: Diese zwei Gebote sind die Grundlage für das ganze Gesetz und die Propheten. Später, in Markus zum Beispiel, wiederholt Jesus diese Gesetze, dass das die ersten zwei Gesetze des Christentums sind. Was lernen wir daraus? Wer Jesus anbietet, Engel, selbsternannte Heilige, Statuen, zum Beispiel ein Kreuz, das aus dem römischen Glauben stammt, oder andere Götzen, die zum Beispiel Islam in der Kaaba aufbewahrt werden, der liebt Gott nicht. Er erkennt Gott nicht als einzigen.